Herr Dr. Franitzky, was war Ihre erste persönliche Begegnung als junger Mensch oder Student mit dem Thema Europa? Meine erste Begegnung mit dem Thema Europa war während der Studienzeit, weil ich mich damals für Geografie sehr interessiert habe. Ich habe auch meine Diplomarbeit in Geografie geschrieben und Karten gezeichnet. Und der Professor, bei dem ich die Arbeit schrieb, der war sehr interessiert an Verkehrswegen. Also seine Studenten mussten auswendig und ohne Karte in Europa herumfahren können, ohne irgendeine Unterstützung, sondern man hat wissen müssen, was ich, wie man von Hamburg nach St. Veit an der Glan kommt. Okay. Und auf diese Art und Weise in der Vorbereitung und bin dann auch im Zusammenhang mit ein paar Radtouren einige wichtige Strecken abgefahren. Okay. Und immer viel eingeprägt. Ja, und so bin ich eigentlich ein früher Europäer, Klammer auf dem Fahrrad, Klammer zu, okay, geworden. Okay. Wo man auch an der Grenze aufgehalten wurde. Und ja, Grenzkontrollen, Devisenkontrollen und so weiter. Ja, großer Sprung dann zum Thema EU. Sie hat einen wesentlichen Anteil daran, dass sozusagen dieses Aufnahmeverfahren initiiert wurde. Als Bundeskanzler in der Vorphase des berühmten Briefes nach Brüssel im Jahr 1989 gab es ja auf beiden Seiten der Koalition Bedenken. Bei der ÖVP waren es mehr die Bauern, die Bedenken hatten und Vorbehalte. Bei Ihnen waren es doch sehr stark die Gewerkschaften. Was waren die Hauptbedenken der Gewerkschaften und wie konnten Sie die ausräumen? Naja, in dem Beitrittsantrag sind sozusagen die Vorbehalte und die Sorgen und auch die ablehnenden Stimmen, die es ja während der ganz gesamten Vorbereitungszeit gab, kumuliert. Und es musste dann das, was wir schon, wenn ich sage wir, ist das die Bundesregierung als Gesamtheit, seit dem Jahr, würde ich sagen, 1987, wo ich zum Beispiel begonnen habe, innerhalb der Sozialdemokratischen Partei uns auf diesen Beitritt einzustimmen und vorzubereiten. Es musste dann vor dem Absenden des Briefs noch einmal sozusagen eine Schärfung, ein Feinschliff gemacht werden. Und die Atmosphäre ist deshalb etwas schwierig geworden, weil man dann noch sozusagen im letzten Augenblick, also innerhalb der Bundesregierung hat man eigentlich gedacht, es ist alles geklärt und erledigt und man setzt sich hin, schreibt den Brief und schickt ihn ab oder stellt ihn zu. Das war so einfach im Ende nicht, aber es ist dann doch gut gegangen, weil es gab eigentlich kein Argument mehr gegen diesen Brief, weil ja in der Vorbereitung schon breite Zustimmung geherrscht hat. Und wie das halt so ist im Leben oft, es ist alles machbar, solange es nicht irgendwo niedergeschrieben ist. Und wahrscheinlich unverbindlich darüber redet, war es leichter, als es verbindlich wurde, oder? Ja, ja, ernst ja. Wurde, ja. Es war die, so. Die Verlobung war leichter, wie dann der Heiratsantrag. Ja, richtig, ja. Na, wenn man das einmal schriftlich vor sich hat und genau liest, das kommt ja oft im Leben vor, da bleibt man doch an dem einen oder anderen Satz hängen und sagt, naja, wird das auch gut gehen oder haben wir das auch so gemeint und waren wir da eigentlich mit allem einverstanden? Also das hat es da und dort schon gegeben, aber es musste halt ausgebügelt werden und es konnte ausgebügelt werden. Und was war das Hauptbedenken der Gewerkschaft? Ich würde das gar nicht auf die Gewerkschaft reduzieren. Auf die Gewerkschaft würde ich es nicht reduzieren. Es waren auch zum Beispiel die Handelsbetriebe, also die Klein- und Mittelbetriebe im Handel, die auf der Volksparteiseite waren es die Landwirtschaft, waren es die Bauern, die noch Bedenken hatten. Und es gab auch innerhalb des einen oder anderen Gremiums, etwa Verbraucherschutz oder Konsumentenverhalten und Auswirkungen auf Konsumenten. Oder ein ganz anderes Thema
Ich habe viele Betriebsbesuche gemacht in der Zeit und da haben mir die Unternehmensführer, also was weiß ich, der Generaldirektor, der Geschäftsführer und so weiter, haben mir gezeigt, was sie schon alles vorbereitet haben, um dann in das neue System hineinzugehen mit all ihren betriebswirtschaftlichen Einzelheiten. Aber es gab auch Unternehmungen, die haben das zwar auch gemacht, aber die haben mit ihren Betriebsräten sich nicht kurz geschlossen. Und so dass es mir oft, na nicht oft, aber doch einige Male passierte, ich kam in eine Fabrikshalle und vorher hat mir der Generaldirektor voll stolz erklärt und erzählt, wo die Vorbereitungen schon alle fertig sind. Und in der Betriebshalle hat dann der Betriebsrat zu mir gesagt, wissen Sie, das ist ein Blödsinn, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Also da hat die innerbetriebliche Kommunikation nicht gestimmt und da kamen auch die einen oder anderen Vorbehalte. Aber wie gesagt, die Welle der Überzeugungsarbeit war dann doch so stark, dass diese Vorbehalte dann auch schrittweise abschmolzen. Gab es je eine kritische Abstimmung im SPÖ-Parteivorstand oder im Präsidium über das Thema oder wurde das im Vorfeld? Nein, das wurde im Vorfeld geklärt. Wir hatten im Parteivorstand, im Bundesparteivorstand schon einige Stimmen, die vom Anfang an Vorbehalte hatten. Die haben sie bis zum Schluss auch nicht wirklich aufgegeben. Es gab zum Beispiel die eine oder andere Stimme, die Neutralität in Gefahr sah. Die eine oder andere Stimme, die meinte, eine Vollmitgliedschaft würde einem Anschluss an Deutschland nahe kommen und der Anschluss an Deutschland war ja im Staatsvertrag verboten und wir wollten ja auch gar keinen Anschluss. Aber wenn jemand sich sehr im Detail damit beschäftigt hat, dann ist er auch auf den Artikel im Staatsvertrag gestoßen. Und diese Stimmen gab es eigentlich bis zum Schluss und auch noch nach dem Beitritt. Und dann gab es einige, auch nicht sehr viele, konnten ja nicht viele sein, sonst hätte man nicht so eine breite Zustimmung gehabt, die immer wieder auch das NATO-Thema als Problem sahen. Und immer so nahe an die NATO rückt. Naja, da haben einige Regierungskollegen im Ausland, also unter den Mitgliedsländern, gesagt, ja, wenn Österreich einmal Vollmitglied sein wird, dann wird es ja kein Problem mehr sein, der NATO beizutreten. Und wenn unsere Leute, die Vorbehalte gegen den NATO, eine NATO-Mitgliedschaft hatten, das in der Zeitung lasen, so, oh je, da sieht man es ja. Und das hat eigentlich viel Arbeit gekostet, weil der NATO-Beitritt war ein, wie man heute sagen würde, absolutes No-Go. Eine Red Line. Red Line, ja. Geopolitisch war natürlich auch wichtig, dass in der Sowjetunion es den Wechsel zu Gorbatschow gab und dadurch die Bedenken der Sowjetunion gegen einen Beitritt des neutralen Österreichs zur EU gelockert wurden. Sie haben ja selber, glaube ich, bei einem Besuch mit Gorbatschow darüber gesprochen. Ja, die Vorbehalte, es war so, wir mussten natürlich die vier Alliierten abklappern. Also bei den Franzosen war das auch ein längerer Überzeugungsprozess, aber aus einem anderen Grund. Die Franzosen oder der Präsident Mitterrand zum Beispiel, der hat immer Sorgen gehabt, Zweifel gehabt, dass der deutschsprachige Raum zu dominant würde. Der berühmte dritte deutsche Staat. Dritte deutsche Staat hat er mir einmal erzählt. Aber das habe ich dann so nach drei, vier Besuchen in Paris auch erledigen können, sodass Mitterrand sagt, okay, ich werde euch unterstützen. Der Frau Thatcher in London, muss ich sagen, war das nicht einmal besonders wichtig. Den Amerikanern war es recht, die haben gesagt, ja, selbstverständlich. Was muss er machen? Ist zu laut da drüben. Mit der Alliierten bitte nur kurz einmal mit der Thatcher da wieder einsteigen. Thatcher, also ja. Vielleicht eine Vorfrage. Für viele, glaube ich, Österreicher sind überraschend, dass man die Alliierten fragen musste. Warum musste man eigentlich die Alliierten fragen? Es war einerseits eine Courtoisie-Frage,
Und andererseits, wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass ja niemand aus dem Staatsvertrag ein Hindernis herausliest. Im Staatsvertrag habe ich es verankert, dass der Alliiertenrat jederzeit wieder zusammentreten kann. So ist es, ja. Wenn er sich berufen fühlt. Ja, aber das hat nicht stattgefunden. Ja. Und da, also eine Klippe war Moskau. Der Bundeskanzler Kreisky hat ja früher einmal gesagt, er würde eine Annäherung an die EWG damals gar nicht schlecht finden, würde aber es so lange nicht riskieren, als er nicht sicher sein konnte, dass Moskau irgendwie ein Veto einlegt oder sonst Hindernis errichtet. So, und ich bin dann nach Moskau gereist und habe mit dem Ministerpräsidenten Rischkow gesprochen, der mein Gegenüber war. Und der hat in der ersten Viertelstunde unseres Zusammentreffens in Moskau hat er gesagt, also herzlich willkommen und alte Freundschaft und gute Partner. Aber eines, er liest irgendwo, dass wir beitreten wollen der Europäischen Gemeinschaft und das geht natürlich nicht. Wir sprechen von 86, 87, 88. Das war 1988. Ja. 88. Und ja, ich habe gesagt, ja, wieso soll das nicht gehen? Sagt dann, ja, der Staatsvertrag und die Neutralität kann ja nicht gestört werden. Und ich konnte dann sagen, das war ein Aktivum für mich, die Neutralität steht gar nicht im Staatsvertrag. Das ist ein selbstständiges österreichisches Gesetz, wie wir alle wissen. Und es hat mich 3 Tage gekostet, 3 Tage Aufenthalt in Moskau, um ihm immer wieder zu sagen, wir hegen da keine sinistren Absichten, sondern wir glauben, dass das für unsere Wirtschaft gut ist, dass wir glauben, dass wir als Teil des freien Europas dazugehören und so weiter. Und am Schluss hat er dann wirklich nichts mehr dagegen gehabt und hat der TASS ein Interview gegeben, in dem er sagte, der österreichische Bundeskanzler hat bei seinem Besuch in Moskau versichert, Österreich wird alle seine internationalen Verpflichtungen einhalten. Damit war es gelaufen. Damit war indirekt gesagt, er hat das indirekt sozusagen. So ist es, ja. Und bestätigt, weil es wäre ja, es wäre ein ziemlich nachteiliger Effekt gewesen, wäre ich von der Moskau-Reise in Schwächert angekommen mit einem Nein, mit einem Niet der Russen. Dann hätte ja wahrscheinlich die österreichische innenpolitische Seele zu kochen begonnen oder die mediale Seele auf alle Fälle. Also es war nicht so, sondern es ging gut aus. Und am letzten Tag, am 4. meines Besuchs dort, ging ich zu Gorbatschow laut Terminplan. Und der Gorbatschow hat eigentlich die ganze Stunde, die ich bei ihm war, überhaupt nichts zu dem Europathema geäußert. Und so ist das also auch dort gut gelaufen. Und wir hatten auch von der Seite her keine Probleme und keine Schwierigkeiten. Für die Kamera nochmal wiederholt. Margaret Thatcher haben Sie auch besucht? Ja, Margaret Thatcher habe ich auch besucht, natürlich. Die war immer sehr interessiert, was sich da in Mitteleuropa abspielt, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt interessiert. Danach hat sie immer gesagt, das ist sowieso eure Angelegenheit. Also ein großes Thema war unser Beitritt für sie nicht. Und wenn man die englische Grundeinstellung zur europäischen Integration kannte, dann war das auch verständlich. Denn die Briten sind zwar Mitglied geworden 1973, aber zu brennenden Europäern haben sie sich in all den Jahren trotzdem nicht entwickelt. Ja. Und die Amerikaner haben auch keine Bedenken gehabt? Die Amerikaner haben nicht nur keine Bedenken gehabt, die Amerikaner haben gesagt, ja, das ist ihnen sehr recht und damit war es auch kein Thema. Jetzt ein zeitlicher Sprung, das ist die Vorphase des Briefs nach Brüssel. Dann springen wir jetzt ins Jahr 1994, die Verhandlungen. Die Verhandlungen wurden ja geführt vom Außenminister Alois Mock. Außenstehende überrascht es vielleicht, dass der Bundeskanzler und der Vizekanzler waren in Wien und die Regierungsdelegation war in Brüssel verhandelt. Warum war eigentlich nicht der Kanzler und der Vizekanzler mit? Das war ein Teil der
der Strategie. Es war der Außenminister, also alles Mock, hat die Delegation angeführt und eine Reihe von Fachministern sind in der Delegation gewesen, weil es ja in vieler Hinsicht auf das Fachliche ankam. Also der Landwirtschaftsminister Fischler, richtigerweise dabei und auch Gott sei Dank dabei, weil der sehr engagiert und erfolgreich verhandelt hat. Der Verkehrsminister Klima, auch ganz besonders wichtig, wegen des Transitvertrags. Der Finanzminister Lazziner, eigentlich aus allen Belangen heraus gesehen wichtig. Und der Wirtschaftsminister Schüssel war mit, der hauptsächlich auch für die dort notwendige und stattgefunden habende Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Ich bin im Bundeskanzleramt geblieben, bin in diesen paar Tagen gar nicht nach Hause gegangen, sondern bin auch über Nacht dort gewesen. Also nicht geschlafen im Bundeskanzleramt? Ja, wenig geschlafen, da im Sitzen geschlafen. Wirklich? Und zwei Tage, drei Tage, vier Tage? Drei. Okay. Und das war gar nicht so unwichtig, weil die Kollegen, wenn es irgendwie holprig geworden ist bei den Verhandlungen in Brüssel, haben sie mich jederzeit anrufen können und wir haben uns dann abgestimmt. Und es waren ja manche Szenen und Situationen waren ja sehr angespannt. Also Klima hat teilweise auf Granit gebissen bei den Franzosen mit dem Transitvertrag, weil die Franzosen haben immer gesagt, eine Schweiz in Europa genügt ihnen. Weil die Schweizer haben diesen Riegel gebaut und haben den Nord-Süd-Verkehr nicht so flüssig ablaufen lassen. Und das hat zur Folge gehabt, dass der Nord-Süd-Verkehr, nämlich der Lkw-Verkehr, nach Frankreich abgewichen ist. Und in einem mitternächtlichen Gespräch mit dem Präsidenten Mitterrand habe ich gesagt, ja, das ist im Westen der Schweiz, aber im Osten der Schweiz läuft der Verkehr über Österreich. Also wir sind vergleichbar, wir haben ein Parallelschicksal. Das hat dann eingesehen und hat auch zugestimmt und dann war es nicht mehr, war die Geschichte auch geklärt. Aber der Viktor Klima war sehr betreten über das Verhalten der Franzosen und wollte eigentlich nach Hause fahren. Und ich habe dann gesagt, na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Im Sinne von den Verhandlungen abbrechen, oder? Ja. Aber ich habe gesagt, das kommt gar nicht in Frage, weil wir haben jetzt uns nicht 3 Jahre, 4 Jahre vorbereitet und alles hergerichtet und jetzt verlieren wir nicht die Nerven. Und also Klima hatte Sorge, dass er damit in Österreich durchkommt mit dem Ergebnis? Naja, es war ja ein sehr heikles Thema, weil gerade in Tirol, in anderen Bundesländern auch, aber in Tirol, im Inntal, der Transitverkehr im Inntal war ja besonders stark und auch die Tiroler haben sehr gelitten darunter, die unmittelbar im Tal und angrenzend im Mittelgebirge wohnen. Also es war schon ein Thema. Und wir waren ja eigentlich mit dem Transitvertrag einigermaßen erfolgreich vorher, weil die Lkw mit hohen Schadstoffemissionen sind ja schrittweise umgestellt worden und durch modernere, neuere Lastwagen und erstens und zweitens waren die Geschwindigkeitsbeschränkungen und noch andere Beschränkungen, die also schon das Leben der Tiroler Bevölkerung etwas leichter gemacht haben. Und jetzt von den Verhandlungen zurückzukommen und sagen, es ist wieder so laut und so grauslich wie früher, das wäre nicht gut gewesen. Dann. Das heißt, Sie haben im Gespräch mit Mitterrand im Hinterland Dinge versucht auszuräumen. Ja, weil der Verhandler der Franzosen, der hat gesagt, er hat kein Pouvoir abzuschließen. Und ich habe dann auch noch Balladur angerufen. Balladur war der Premierminister, auch ein Nachtgespräch. Und der Balladur hat mir gesagt, er versteht alles, was ich ihm erzähle, nur er ist nicht zuständig. In Frankreich ist für Außen- und Integrationspolitik der Präsident zuständig. Und so habe ich dann also beide angerufen, also auch Mitterrand angerufen. Und Mitterrand hat dann nach meinem Gespräch mit ihm seinen Verhandler angewiesen, grünes Licht, also das geht. Dann bei den Landwirten gab es auch noch ein paar Hindernisse, die aber
Fischler gut gemeistert hat, und Fischler hat dann ein gutes Ergebnis insofern zurückgebracht, als, was war das Problem mit den Bauern? Das Problem war, dass ja die österreichische Landwirtschaft erheblich von Subventionen gelebt hat. Also die Exportsubventionen für Milchprodukte, für Getreide und so weiter. Und die Bauern haben aus ihrer Sicht zu Recht gefürchtet, wenn diese Subsidien wegfallen, dann ist das für sie eine riesige Einkommensproblematik. Und Fischler hat dann ausverhandelt ein System, dass für Umweltschutzinvestitionen in der Landwirtschaft die Europäische Union eine beträchtliche finanzielle Unterstützung leistet. Damit war das auch geklärt. Und dann war ja der Kollege Mock, der ja nicht so gesund mehr war, der musste manchmal Verhandlungspausen einlegen und war auch einmal an der Grenze, die Verhandlungen fortführen zu wollen, und hat er mich auch an... Wollte heimfahren. Bitte? Mir wurde erzählt, Mock wollte heimfahren, hat bereits ein Fernsehinterview gegeben, wo er das... Mock hat mich angerufen, hat gesagt, er hat sich das alles anders vorgestellt, und es werden da so viele Prügel vor unsere Füße geworfen, also er bricht ab, er bricht die Verhandlungen ab. Und ich habe ihm gesagt, er soll das nicht tun, und habe ihm gut zugeredet. Und er hat sich dann auch Gott sei Dank überlegt, es wäre ja gerade aus seiner Warte, der ja so ein begeisterter Europäer war, wäre es gerade aus seiner Warte einigermaßen schlimm gewesen, wenn gerade er die Verhandlungen abgebrochen hätte. Er ist dann, musste Pausen einlegen aus gesundheitlichen Gründen, und da ist wieder Lazziner eingesprungen, und Lazziner hat in seiner ruhigen Art hat das eigentlich alles sehr, sehr gut weiterverhandelt und durchverhandelt. Und sie sind dann zurückgekommen und waren eigentlich ein sehr harmonisches Team. Insbesondere hat auch die Staatssekretärin Brigitte Ederer das ihre dazu geleistet, mit ihrer liebenswürdigen Art und mit dem Charme, halt, die eine Frau sowieso hat. Und es war dann eine große Jubelstimmung in Österreich. Sehr positiv ausgegangen für alle, die den EU-Beitritt wollten. Haben Sie mit den Zweidrittelmehrheit gerechnet? Das kann ich nicht sagen, nein. Also das ist ja wirklich ein fantastisches Ergebnis gewesen, und mit dem konnte man bei nüchterner Betrachtung so nicht rechnen. Es war eigentlich so, schätzungsweise 3 bis 4 Monate vor dem Abstimmungstermin hat es in den Umfragen noch gar nicht so selbstverständlich ausgeschaut, wie es dann geworden ist. Aber ich vergleiche das immer wie mit dem Sport, wie man sich halt in der letzten Etappe einer Rundfahrt oder in der letzten halben Stunde eines Cupspiels oder auf den letzten 50 Metern eines 100-Meter-Laufs besonders anstrengt, als Erster ins Ziel zu kommen. So ungefähr war das auch. Es hat dann wirklich eine fantastische Kraftanstrengung gegeben, aller in der Bundesregierung, auch der Kollegen, die auf den ersten Blick mit der europäischen Integration gar nicht so viel zu tun hatten, wie etwa der Bildungsbereich oder natürlich hat er im Endeffekt auch viel damit zu tun, aber es war nicht so eine unmittelbare Affinität. Und die Interessensvertreter, also die Sozialpartner, haben fantastisch agiert. Die Bundesländer, viele Unternehmer, viele Wirtschaftsfunktionäre, aber nicht nur Wirtschaftsfunktionäre, sondern es war auch insofern ein Aufbruch, als die Kulturschaffenden, die ja von so nüchternen Themen wie dem EU-Beitritt nicht schnell und rasend zu begeistern sind, die haben auch gesagt, ja, ein offenes Europa, eine offene Gesellschaft, das ist schon etwas, mit dem man sich positiv beschäftigen kann. Und mit diesen schrittweise sich vertiefenden Meinungen und auch Meinungsäußerungen ist es dann eigentlich zu dem wirklich ausgezeichneten Abstimmungsergebnis gekommen.
mit der berühmten Szene, dass Erhard Busse gemeinsam mit den Sozialdemokraten die Internationale gesungen hat im Zelt vor der Schleuse. Ja, da sind so manche Schleusen gebrochen. Und dann war noch der Kollege Haider von der Freiheitlichen Partei, hat dann in einem Fernsehgespräch von der Blutschokolade gesprochen und von den Schildläusen im Joghurt. Ja. Und das war dann doch zu viel. Da haben doch etliche Leute gesagt, na bitte, so ein Schmarrn lassen wir uns nicht aufbrummen. Wie würde heute eine EU-Abstimmung ausgehen? Wenn heute eine Abstimmung wäre, sollen wir beitreten oder sollen wir austreten? Wird das auch so ein fulminantes Ergebnis im Sinne einer hohen Beteiligung? Also würde heute eine Abstimmung, würde heute eine Abstimmung sein, Austritt oder Beibehaltung der Mitgliedschaft, das kann man nicht so beurteilen, ohne auch darauf hinzuweisen, dann würde es ja wieder eine Kampagne geben. Da würde ja die Bundesregierung, so nehme ich an, zumindest der ÖVP-Teil der Bundesregierung würde ja wieder werben. Was die Freiheitlichen tun würden mit ihrer seltsam anmutenden und alternativen, nicht aufzeigenden Skepsis, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sämtliche Interessensvertretungen und wahrscheinlich politische Parteien, die damals 1994 dafür waren, jetzt auch dafür wären. Also die Parlamentsparteien, die Grünen haben damals ausgelassen, aber ich glaube, die würden heute auch pro eingestellt sein. Die Neos sowieso, die Volkspartei auch, die Sozialdemokraten auch, die Sozialpartner auch. Also ich glaube, eine solche Kampagne wäre gut zu führen und der Kampf wäre wieder zu gewinnen. Und auch die Zustimmung wäre ähnlich breit wie damals, oder war das ein einmaliger historischer? Gut, zwei Drittel ist natürlich in einer repräsentativen Demokratie ein Spitzenwert und ja. Wäre vielleicht ein bisschen verlegen, wieder von 66-68% zu träumen, aber ich glaube, eine solide Mehrheit ist realistisch. Wir stehen jetzt wieder vor EU-Wahlen im Mai. Jetzt ist 25 Jahre danach. Warum gelingt es eigentlich nicht, dieses Feuer für die EU, das es damals gab, mit einer hohen Beteiligung und einer hohen Zustimmung bei EU-Wahlen immer wieder neu zu entfachen? Die Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen ist in der Regel unter 50% und auch das Interesse an dem Thema ist sehr gering. Warum schafft es die EU nicht oder das EU-Parlament nicht, sich so zu vermitteln, in seiner Wichtigkeit so zu vermitteln, dass es auch die Menschen motiviert, ihre Stimme abzugeben? Also ich habe insofern eine Hoffnung, eine leise Hoffnung, aber eine Hoffnung, dass sich das Interesse der österreichischen Wähler und der österreichischen Bevölkerung an dem Europa-Thema durch gut gemachte Werbefeldzüge schon mehr wecken lässt als in früheren Jahren. In früheren Jahren, muss ich bedauernd sagen, haben die politischen Parteien, auch die damaligen Regierungsparteien, die Europapolitik in ihrer Wichtigkeit, in ihrer Bedeutung nicht so in den Vordergrund gestellt, wie das notwendig gewesen wäre. Europapolitik ist gemacht worden so nebenbei. Und nicht mit großem, auch persönlichem Engagement der einzelnen Führungskräfte. Ich glaube, dass diese Zeit überwunden ist und dass die Bedeutung der europäischen Integration in einem stärkeren Maße erkannt wird und auch weitergegeben wird. Warum ist das so? Warum glaube ich das so? Ich glaube, dass die Menschen in der Europäischen Union und damit auch in Österreich langsam aber doch zu verstehen beginnen, wenn wir nicht zusammenstehen, wenn wir nicht gemeinschaftlich vorgehen, dass wir à la longue
unseren wichtigen Platz in der Welt, also Europa, der Kontinent Europa, gefährden. Wir haben diese riesigen Player, China, Russland, USA, andere, Brasilien. Da kann auch ein noch so tüchtiges europäisches Land ja nicht dagegen halten. Und allein aus der Bevölkerungszahl. Also wir sind in der Europäischen Union mehr als 500 Millionen Menschen. Das ist mehr als die Menschen in Russland, mehr als in den USA. Nicht so viel wie in China, muss auch nicht sein. Aber dieses Potenzial ist nur durch Gemeinschaftshandlungen, Gemeinschaftseinstellungen zu heben. Und jetzt sehen wir ja in der Europäischen Union an gar nicht so wenigen Stellen, dass dieses Integrationsverständnis und die Integrationsbegeisterung nachgelassen haben. Das hängt von vielen Umständen ab. So manche Regierung hat über Jahre keine aktive Europapolitik betrieben. So manche Regierung hat ihre parlamentarischen Mehrheiten entweder eingebüßt oder sie sind viel schwächer geworden. Dadurch wurden Koalitionen gebildet, die nicht einheitlich pro Europa aufgetreten sind. Dadurch wiederum Kritik an der Europäischen Union. Dadurch wieder keine aktive Europapolitik. Viele Ministerpräsidenten, Außenminister etc., die beschließen in Brüssel irgendetwas und wenn sie nach Hause kommen, stehen sie gar nicht dazu. Also da gab es über viele Jahre keine Schlagkraft. Und wenn jetzt die nächste Wahl geschlagen wird, dann muss man ja fordern, im Interesse des europäischen Gesamten und im Interesse einer Wettbewerbskraft in der ganzen Welt, dass diese politischen Kräfte sich wieder aufraffen und sagen, also zumindest die Wahlbeteiligung zu heben, zumindest den Parteien, den politischen Parteien, die einen Pro-Europa-Kurs fahren, die Stimme zu geben und dieses Protestpotenzial, das sich am rechten, manchmal auch am linken Rand gebildet hat, das wird man nicht wegdiskutieren können bis zum 26. Mai, aber gemessen daran, dass diese Protestbewegungen ja in erster Linie destruktiv sind und nicht konstruktiv, dass sie da und dort Pressefreiheit, Grundrechte etc. nicht nur nicht ernst nehmen, sondern sogar verletzen, würde ich mir schon wünschen und vorstellen, und ich hoffe, das ist nicht vergeblich, dass die europäischen und damit auch die österreichischen Wähler sich diesem Integrationsprojekt aktiv gegenüberstellen. Worauf gründet der Optimismus? Alle Populisten sagen, dass die Rechtspopulisten, die zunehmend auch in den Regierungen vertreten sind, auch bei den EU-Wahlen zunehmen werden und dass die Sozialdemokraten beispielsweise Gefahr laufen, weiter geschwächt zu werden. Es ist kein Optimismus, den ich zu verstreuen versuche, sondern es ist ein Appell an den Realismus, an die Rationalität. Denn wenn wir dieses gemeinsame Boot, in dem wir sitzen, schwächen, indem wir uns Pistolen besorgen und in den Boden schießen, dann haben vielleicht ein paar Leute lustig herumgeschossen, nur das Boot ist nicht besser geworden. Pistolen schießen die Rechtspopulisten. Ja, das kann man damit assoziieren. Und wer möchte schon über eine stürmische See in die Zukunft fahren mit einem lädierten Boot? Ich möchte nochmal zurückblenden ins Jahr 94-95. Es gab dann 94 nach dem erfolgreichen Beitritt eine Wahl, die ist ganz normal ordnungsgemäß abgelaufen. Und 14 Monate danach gab es eine Neuwahl von der ÖVP vom Zaun gebrochen. Warum ist dieser Spirit, den es gab, dieser gemeinsame Spirit, zu sagen, jetzt gehen wir in die EU und versuchen das Land nach vorne zu bringen, so rasch wieder zerbrochen und in baldigen Neuwahlen geändert? Also diese Nationalratswahl im Jahr 1994 war regulär.
war eine turnusmäßige Wahl. Ja. Die war nicht von der ÖVP vom Zaun gebrochen. 95 dann, also 95 wurde sie von... Der Honeymoon hat nicht lange gehalten. Ja, wahrscheinlich war es keiner. Ich kann mich erinnern, die Österreichische Volkspartei, oder zumindest die maßgeblichen Exponenten der Volkspartei, haben sich in einem Glauben gewogen und bewegt, sie würden sehr gut abschneiden bei einer nächsten Nationalratswahl. Und das hat sich bei der Wahl nicht bewahrheitet. Tatsächlich haben die Sozialdemokraten zugelegt und die ÖVP, glaube ich, minimal. Und die Freiheitlichen haben auch nicht zugelegt. Also das war diese 1995er Wahl, war eigentlich ein Selbstfall. Ein Selbstfall und ein eigentlich eine insofern eine dramatische Entwicklung, weil man hätte ja die Gemeinsamkeit in der Bundesregierung weiterführen können, ohne eine Nationalratswahl abzuhalten. Die Kräfte waren ja so verteilt, wie sie herkömmlich die letzten Jahre und Jahrzehnte ohnehin auch verteilt waren. Aber Dr. Schüssel hat gemeint, das ist jetzt die Zeit und es ist halt, er hat mir mal gesagt, es ist eh ganz gut gelaufen, es ist halt schade, aber jetzt wollen wir nicht mehr weiter tun. Haben Sie sich ein bisschen verraten gefühlt damals, also mit dem Motto, der Mord hat seine Schuldigkeit getan und wir sind gemeinsam der EU beigetreten und jetzt versuchen wir, die Sozialdemokraten wieder kleiner zu machen? Also die Sozialdemokraten kleiner zu machen, ist im konservativen Instrumentenkasten immer vorhanden. Nur ist es halt damals nicht gelungen und lange Zeit ansonsten auch nicht gelungen. Aber da darf man nicht sentimental sein. Das sind politische Realitäten und wenn jemand den anderen kleiner machen will, muss halt der eh größer ist, schauen, dass er größer bleibt. Aber der Geist von Brüssel, wenn man so will, oder von der Verhandlungsgeist war nicht mehr in die Flasche zu kriegen. Also das war ein einmaliges historisches Ereignis, 94, wenn man gemeinsam wohin zieht und dann war wieder sozusagen Da war der Geist und nachher sind wieder die Gespenster gekommen. Also das politische Klein-Klein. Ja. Das ist sozusagen war nicht auszutreiben oder war nicht. Naja, ich reime mir das so zusammen, wenn eine Partei durch längere Zeit hindurch Nummer zwei ist, dann wird es immer wieder Gelegenheiten geben, wo sich die Führungskräfte dieser Partei einmal zusammensetzen und sagen, wir können ja nicht ewig Zweite bleiben, wir müssen irgendwas tun, dass wir immer Erste werden. Und das ist halt über weite Strecken nicht gelungen, der österreichischen Volkspartei. Und die Entwicklungen, die es nachher gegeben hat, nämlich wo die Volkspartei dann nach der Wahl 1999 mit fliegenden Fahnen, die sie aber nicht gehisst hat, sondern eingerollt hatte, zu den Freiheitlichen übergegangen ist, wird wahrscheinlich das Ende eines solchen Nachdenkprozesses gewesen sein. Das heißt, es war strategisch schon angelegt ab 95? Denke ich schon, ja. Haben Sie sich von Dr. Schüssel persönlich verraten gefühlt? Nein, ich habe mich von Dr. Schüssel nicht verraten gefühlt, weil dazu bin ich viel zu selbstbewusst und weiß mir ein Bild über andere Menschen zu machen. Also ich habe keinen Verrat gefühlt, sondern ich habe den Fehdehandschuh aufgeklappt und mich durchgekämpft. Verrat setzt voraus ein großes Vertrauen davor. Ja, wir haben einander ja gar nicht so schlecht verstanden. Nur in dieser Zeit, wo er halt den Budgetentwurf des Dr. Starrebacher in der Luft zerrissen hat, habe ich mir gedacht, da ist jetzt irgendwas passiert und jetzt heißt es aufpassen, dass nicht mehr passiert. Und das Aufpassen hat gefruchtet. Dr. Schüssel begründet seinen Wunsch nach Neuwahlen damit, dass die Sozialdemokraten damals den bevorstehenden Euro
durch Nicht-Einhalten der Maastricht-Kriterien gefährdet hätten. Ja, also das habe ich noch nicht gehört. Das hat er mir heute im Interview so gesagt. Ja, ja. Aber das ist eine erfundene Geschichte. Okay. Ich möchte mal nochmal zurückblenden auf die EU-Zukunft. Im Jahr 2030 wird es mehr als 27 EU-Mitglieder geben oder weniger? Wenn man sozusagen sagt, die nächsten 10 Jahre, 10, 11 Jahre, die vor uns liegen, jetzt Brexit. Ja, es könnte, wir gehen mal von 27 EU-Mitgliedern aus. Ja, es könnte schon sein, dass es mehr geben wird als heute, aber ich füge hinzu, dass man das Beitrittsgeschehen und die Beitrittskandidaten wirklich mit den Notwendigkeiten und mit der Einhaltung der Bedingungen sehr streng konfrontieren muss. Das ist nicht eine Oberlehrergeschichte, sondern das ist die Erfahrung aus bisher schon eingetretenen Beitritten, wo die Bedingungen möglicherweise am Tag des Beitritts erfüllt wurden, aber danach nicht mehr. Und wir haben ja leider in einigen Mitgliedsländern genug Beispiele, wo einmal beispielsweise die finanzielle Stabilität nicht gegeben war, bis heute nicht gegeben ist, wo die großen Ankündigungen, wo die großen Ankündigungen, Korruption und Ähnliches zu bekämpfen und zu unterlassen, nicht erfüllt ist, könnte man es als Beispiele heranziehen. Und es geht ja auch darum, dass die Volkswirtschaften eine gewisse Leistungsfähigkeit nachweisen müssen, weil sonst, wenn das nicht zutrifft, bei allem Verständnis dafür, dass der eine dem anderen hilft, aber durch die verschiedenen Krisen, die in der Zwischenzeit aufgetreten sind, muss man auch die Befindlichkeit der eigenen Bevölkerung einkalkulieren. Und die Befindlichkeit der eigenen Bevölkerung wird dann Rechnung getragen, wenn die anderen Mitglieder auch klar und deutlich dafür sorgen, dass ihre wirtschaftliche Leistungskraft zumindest dem Durchschnitt entspricht, weil wir ansonsten immer wieder in unangenehme Diskussionen kommen, wie viel von unserer Leistungskraft geopfert wird oder eingesetzt wird, um die mangelnde Leistungskraft anderer zu kompensieren. Die ganze Integration ist aufgebaut unter anderem, dass man die verschiedenen Kräfte gegenseitig ins Spiel bringt, um so einander helfen zu können. Aber ich glaube, ich werde mit vielen, wenn nicht allen Europäern darüber einig sein, dass ein zweites Griechenland uns nicht wieder passieren darf. Es ist einigermaßen hingekommen. Es hängt auch damit zusammen, dass die griechische Volkswirtschaft ja nicht eine große ist und daher die seinerzeitigen Kassandra-Rufe, Griechenland bringt die EU um, Griechenland bringt den Euro um, ja, übertrieben waren, aber dass es ein kleines Problem war, kann man trotzdem nicht sagen. Insbesondere wenn man die massiven finanziellen Zuwendungen einkalkuliert. Und es geht da um die finanziellen Zuwendungen, aber alle finanziellen Zuwendungen sind immer mit der Überwindung großer psychologischer Hürden verbunden. Und auch mit politischen Vorbehalten. Und daher neue Mitglieder sorgfältig prüfen, ob sie nach dem Beitritt
auch eine solche Politik und ein solches Rechtsverständnis und Integrationsverständnis einbringen, wie man es vor dem Beitritt von ihnen erwartet hat und wie sie es vor dem Beitritt auch zugesagt und geschworen haben. Man darf ja auch nicht vergessen, hier geht es um die Einhaltung von Verträgen. Und ein Beitrittsvertrag ist ein ganz großer und wichtiger Vertrag und der wird ja auch unterschrieben von den führenden Politikern in den jeweiligen Ländern. Und wenn und weil das so ist, muss man ja auch verlangen, dass diese Unterschriften Gültigkeit haben und dass die, die das unterschreiben und ihre Nachfolger jeweiligen, Rechtsnachfolger, sich auch daran halten, was mit den Unterschriften versprochen wurde. Das klingt ja fast, als würden Sie eine Probezeit andenken für neue Mitglieder. Ja, eine Probezeit wird deshalb nicht so leicht sein, weil ein Beitritt ist ein Beitritt und Probezeiten werden ja dadurch gekennzeichnet, dass wenn sie nicht zufriedenstellend ausfallen, das Dienstverhältnis wieder zurückgefahren oder aufgehoben wird. Aber wenn ein Land einmal beigetreten ist, ist es schwierig zu sagen, so, ihr habt die Probezeit nicht bestanden, jetzt geht es wieder weg. Also das müsste man im Vorfeld schon alles sehr, sehr genau einkalkulieren und sehr genau prüfen und wirklich penibel dabei vorgehen. Denn es also, haben sich... Konkret zu fragen, bei, zum Beispiel bei Rumänien, Bulgarien, war die EU zu schnell und zu unvorsichtig? Ja, also ich will jetzt gerade diesen Mitgliedsländern nicht nahe treten, aber in ihren Ländern wissen ja etliche selber genau, was gemacht werden muss. Und es sind andere an den Machthebeln gewesen, die das vielleicht auch gewusst haben, aber haben es nicht getan. Und ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen diesbezüglich einen Nachdenkprozess einleiten, dann wäre es geboten, dass vor allem auch die innerpolitische Festigkeit in diesen Ländern ihnen selber ein Anliegen ist. Also wir haben jetzt Rumänien im Vorsitz, im Ratsvorsitz, ja. Und wir wissen, dass das Verhältnis zwischen den staatstragenden Persönlichkeiten ein sehr gestörtes ist. Ja. Und jetzt kann man in der Demokratie natürlich nicht auf einen Knopf drücken und die gestörten Verhältnisse hören von heute auf morgen auf. Aber es muss doch ein Auftrag sein, an die dort tätigen Politiker zu sagen, lasst uns doch auch von uns aus ein Image, ein Bild aufbauen, das uns bei den anderen gut dastehen lässt und das uns nicht bei den anderen ein Gefühl oder einen Eindruck erwecken lässt, wir können das nicht oder wir sind irgendwie zweitklassig. Das sollte und dürfte ja gar nicht eintreten. Und wenn wir jetzt alle miteinander in den 27 Ländern uns vielleicht auch diese Grundsätze zurechtlegen, dann würden so manche Schwierigkeiten in anderen Gebieten wie auf dem Wirtschaftsgebiet gar nicht entstehen. Ich muss aber sagen, wir haben ja in einigen Fällen durchaus über demokratische Wahlen erzielte Mehrheiten, die, nachdem sie diese Mehrheiten errungen haben, den Weg einer pluralistischen, einer repräsentativen Demokratie nicht mehr einhalten, sondern sich da irgendwelchen Fantasien hingeben, illiberale Demokratie, und mit Auswirkungen auf Pressefreiheit, Auswirkungen auf Grundrechte, Auswirkungen auf Unabhängigkeit der Gerichte, Auswirkungen auf das internationale Zusammenwirken, zum Beispiel. Und das sind schon sehr schwierige Themen. Und die jüngeren Ereignisse zeigen ja auch, dass die Völker dort sich das auch nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Denn ich bin nicht jemand, der sagt, die Straße muss die Sache wieder in Ordnung bringen, aber die Straße ist natürlich ein wichtiger Hinweis, ein wichtiger Fingerzeig. Wenn einmal Tausende, Zehntausende auf die Straße gehen, weil sie sich von den eigenen Führungskräften, die sie früher gewählt haben,
benachteiligt fühlen oder ungerecht oder unfair, unmenschlich behandelt wissen, dann muss ja das für jede vernünftige politische Einschätzung ein Alarmsignal sein. Und da komme ich in einem anderen, in einem weiteren Bogen natürlich auch zum Europäischen Parlament, welches wir am 26. Mai neu wählen werden. Und es wird gut sein, wenn die wahlwerbenden Parteien nicht nur für sich wahlwerben, sondern auch für dieses Parlament wahlwerben. Denn dieses Parlament ist der Spiegel dessen, was sich politisch in unseren Ländern abspielt. Und je mehr demokratische Parteien, liberale Parteien, nicht autoritäre Parteien in diesem Parlament vertreten sind, umso mehr wird es liberale, freizügige, demokratische Verhältnisse in den Mitgliedsländern herstellen lassen. Und das ist wiederum die Voraussetzung, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Dass man nicht womöglich auf irgendeine Idee kommt und sagt, mit denen arbeite ich nicht zusammen, weil deren autoritärer Kurs gefällt mir nicht. Also auch hier nicht das Einreihen in einen, oder das Einrühren in einen Brei, wo dann alle gleich ausschauen, das darf natürlich nicht sein, aber doch ein gemeinsames Demokratie- und Freiheitsverständnis. Das wäre schon eine große, große Errungenschaft in der europäischen Integration. Haben Sie Sorge, dass es zu einem Machtwechsel in Brüssel kommen könnte nach dieser Wahl, dass plötzlich die Europaskeptiker und die ins Bodenloch schießen wollen, dort über Gebühr das Sagen haben werden? Ja, das hoffe ich doch nicht. Aber man muss die Kräfte, die an einer Störung, an einer Beschädigung, wenn nicht Zerstörung der Europäischen Union Interesse haben, die sollten schon auch durch eine gekonnte Wahlwerbung in Schach gehalten werden. Und die gibt es. Das ist nicht irgendwie ein an die Wand geworfenes Menetekel, sondern die gibt es. Es gibt also Rassemblement National in Frankreich, es gibt die Gruppen, die rechtsgerichteten Gruppen in den Niederlanden und in Belgien. Wir kennen Polen, wir kennen Ungarn, wir kennen natürlich leider jetzt in unserem Nachbarland Italien die Salvini-Explosion. Also ja, und wir haben in unserem eigenen Land haben wir ja auch einige Politiker, die sich für ein Mandat in Europa bewerben, die ja gerade Salvini und Orban zu ihren Vorbildern erkoren haben. Und auch die AfD, mit der AfD zum Beispiel gerne kooperieren. Ja. Halten Sie, frage ich doch was Aktuelles, halten Sie die Strategie der ÖVP, die jetzt versucht mit Karas und Ed Stadler sozusagen beide Flügel in der ÖVP zu bedienen, den Schwarzen und den Türkisen, für eine richtige Strategie, um die Europa-Befürworter zu stärken, oder ist das ein Fehlglaube? Also noch hat der Wahlkampf nicht begonnen, daher ist es unmöglich zu sagen, mit welcher Linie die eine oder andere Person in den Wahlkampf zieht. Ansonsten muss die ÖVP, wenn sie diese oder eine andere Strategie entwickelt, ja selbst dafür Verantwortung übernehmen und wird sich am 26. Mai am Abend darüber freuen, dass die Strategie aufgegangen ist, oder in ein Kämmerchen setzen und sagen, das ist uns nicht gelungen. Die SPÖ tritt ja an als zweite von der letzten EU-Wahl. Glauben Sie, dass dieser Platz zu verteidigen sein wird, die Nummer 2 in Österreich bei den EU-Wahlen? Oder haben Sie Sorge, dass sozusagen die FPÖ die... Auch hier muss ich sagen, wird es auf den Wahlkampf ankommen. Die handelnden Personen, also Andreas Schieder und David Nil Regner, sind geeichte Europapolitiker, sind geeichte Politiker oder Politikerinnen überhaupt. Und ich glaube, dass sie in der Lage sein werden, den richtigen Ton zu finden und die richtigen Themen anzusprechen. Und damit überhaupt
dazu beizutragen, dass die Bedeutung des Europäischen Parlaments in der österreichischen Bevölkerung mehr verankert wird als bisher. Denn es gibt ja leider Umfragen, denen zufolge ein gar nicht so kleiner Prozentsatz auch sagt, wir brauchen das Europäische Parlament nicht so dringend. Und das ist natürlich eine Irrmeinung, das ist ein Irrtum. Und wir brauchen es sehr wohl und wir brauchen es aus vielerlei Gründen, weil wir ja die repräsentative Demokratie nicht auf unsere Nationalstaaten beschränkt wissen wollen, sondern auf unser gemeinsames Europa in Wirklichkeit hinbauen wollen. Und es gibt ja auch gerade aus dem Europäischen Parlament zahlreiche Frauen und Männer, die wirklich gute Arbeit im Sinne der Integration, im Sinne der Aufklärung der Integration, im Sinne der Vermittlung der Rechtsräume, der rechtlichen Räume in Europa wirklich viel Arbeit leisten und gute Arbeit leisten. Und daher ist es schon sehr wichtig, dass wir mit einer hohen Wahlbeteiligung aus diesem Wahlkampf herauskommen. Was wäre ein guter Slogan für die EU-Wahl 2019, der die Bedeutung des EU-Parlaments, Europaparlaments für die Menschen vermittelt, dass sie zumindest hingehen, wen immer sie dann wählen? Ja, man müsste wahrscheinlich einen guten Slogan finden, den eine Agentur prägt meistens, aber vielleicht wäre es eine gute Basis, etwa so zu denken, Politik findet auf alle Fälle statt, ob du zur Wahl gehst oder nicht. Nur wenn du hingehst, dann kannst du es mit beeinflussen. Vielen Dank. Danke, Dr. Bitte gerne. Danke. Bitte.